Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie man eine virtuelle Maschine mit KNAPP-QTS erstellt. Wie man das Betriebssystem QTS Version 5.1 auf einer virtuellen VMware-Maschine installiert. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Daten von einer solchen virtuellen Maschine oder physischen KNAPP-NAS-Festplatten wiederherstellen können. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programm von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Das Erstellen einer virtuellen KNAPP-TS-Maschine kann sehr nützlich sein, wenn Sie Ihren eigenen Speicher erstellen oder die KNAPP-NAS-Funktionalität in Ihrer lokalen Umgebung nutzen möchten, ohne separate Hardware kaufen zu müssen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine virtuelle Maschine mit KNAPP im VMware erstellen und sie für die Verwendung als lokalen Server einrichten. Sie erfahren, wie Sie die Erstellung einer virtuellen Maschine vorbereiten, wie Sie die Einstellungen konfigurieren, wie Sie QTS installieren und wie Sie es testen können. Schließlich erfahren Sie, wie Sie die Daten aus der virtuellen Maschine wiederherstellen können. Ich werde zeigen, wie man eine virtuelle Maschine mit dem KNAPP-TS 1685 Schnittstelle und der aktuellen Firmware Version 5.1.0.2.3.4.8 erstellt. Bevor Sie eine virtuelle Maschine mit KNAPP-QTS erstellen können, müssen Sie diesen Prozess vorbereiten. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Schritte, die Sie befolgen sollten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Mindestanforderungen für die Ausführung der virtuellen Maschine erfüllt. Dies erfordert in der Regel ausreichend RAM, GPU und Festplattenspeicher. Laden Sie den VMware oder Chromebook Hypervisor herunter und installieren Sie ihn. Laden Sie das KNAPP Bootloader Image herunter. Der Link befindet sich in der Beschreibung unter dem Video. Sobald Sie diese Schritte ausgeführt haben, können Sie eine virtuelle Maschine mit KNAPP QTS erstellen. Um eine virtuelle Maschine zu erstellen, laden Sie das Archiv mit dem KNAPP Image Datei für die virtuelle Festplatte herunter. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Entpacken Sie es an einen beliebigen Ort. Erstellen Sie einen Ordner für Ihre zukünftige virtuelle Maschine und kopieren Sie die zuvor heruntergeladene WMDL-Datei in diesem Ordner. Starten Sie nun VMware und klicken Sie auf Neue virtuelle Maschine erstellen. Lassen Sie die Einstellungen unverändert und geben Sie als Betriebssystem die 64-Bit-Version von Linux an. Geben Sie einen Namen und einen Speicherort an, fügen Sie einen Pfad zu dem Ordner mit dem VMDEC-Datei hinzu. Fügen Sie einzige Kerne hinzu, die Menge des Arbeitsspeichers muss mit mindestens 6 GB angegeben werden. Die nächsten Schritte sind unterfern. Dieses Laufwerk wird entfernt, sodass seine Einstellungen ebenfalls unverändert bleiben können. So, die Maschine ist erstellt. Jetzt müssen wir einige Änderungen an den Einstellungen vornehmen. Öffnen Sie die Einstellungen der virtuellen Maschine. Hier entfernen Sie die Festplatte und das CD-Laufwerk.
In den Netzwerkeinstellungen ändern Sie die NAT-Verbindung in eine Binge. Fügen Sie dann das Systemlaufwerk hinzu, klicken Sie auf Hinzufügen, Festplatte, IDE, vorhandene virtuelle Festplatte verwenden und geben Sie den Pfad zu der zuvor heruntergeladenen Disk-Image-Datei an und klicken Sie auf Fertigstellen. Fügen Sie das die restlichen Festplatten hinzu. Ich werde 4 physische Festplatten wählen. Vergewissern Sie sich, dass der Laufwerktyp SATA ist, sonst kann das System die Festplatte während der Installation nicht erkennen. Sie müssen nun die Netzwerkadapter-Einstellungen in der Einstellungsdatei der virtuellen Maschine ändern. Gehen Sie dazu in den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist, und öffnen Sie die VMM-Datei mit Notepad. Ändern Sie hier den Wert in der Zeile Enterherd 0 virtuelle dev 1000 in den folgenden Wert E1000E. Speichern und schließen Sie die Datei. Gehen Sie nun zu VMware und starten Sie die virtuelle Maschine. Hier müssen Sie Zeit haben, die Abwärts-Auswärts-Taste zu drücken, wenn dieses Fenster erscheint, das System Wiederherstellungsmodus zu starten. Dadurch wird das Dienstprogramm TimeCore gestartet. Verwenden Sie dieses Dienstprogramm, um die Bootloader-Parameter zu ändern. In der Parameter können Sie Ihr NAS-Modell und die Version des Betriebssystems umwählen und das Terminal starten. Überprüfen Sie zunächst, ob das Gerät Ihr Netzwerk erkennt. Führen Sie dazu den Befehl imconfig für die Aufgabe von Netzwerkadapter aus. Prüfen Sie an, ob Sie auf das Internet zugreifen können, indem Sie Ihnen den Server anpingen. Ping 8888. Um die Bootloader-Parameter zu ändern, geben Sie den folgenden Befehl ein. Es gibt 3 Zeilen, die hier geändert werden können. Diese sind: Hier ist ein getestetes Modell, daher werde ich es nicht ändern. Die neueste Firmware-Version ist auf der offiziellen KNAPP-Website zu finden. Um die Datei zu bearbeiten, drücken Sie I. Sie kann nun bearbeitet werden. Ändern Sie die Firmware-Version. Ich nehme die aktuell verfügbare Version. Und lassen Sie den Link unverändert. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf SE, dann auf Geben, dann WG ein. Wir haben also die Bootloader-Datei bearbeitet und müssen sie nun ausführen. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus. Und warten Sie, bis der Startvorgang abgeschlossen ist.
Wenn der Startvorgang erfolgreich war, sehen Sie auf dem Bildschirm folgendes: An der Fall zeigt das System eine Fehlermeldung an. Sie müssen nun das System neu starten und warten, bis es hochgefahren ist. Das Hochfahren des Systems dauert 10 oder 15 Minuten, je nach den Einstellungen Ihres Computers auch länger. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, bootet das System und zeigt die IP-Adresse des Geräts an. Öffnen Sie einen beliebigen Browser und geben Sie die IP-Adresse in die Adressleiste ein. Sie können Ihr Netzwerkgerät auch mit der Finder-Software lokalisieren. Im Browserfenster müssen Sie die Installation des Systems abschließen. Klicken Sie im Fenster zur Auswahl der Systemversion auf Weiter. Legen Sie dann den Administratornamen und das Passwort fest. Als nächstes können Sie eine statische IP einstellen. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie zur Bestätigung auf Übernehmen. Das System warnt Sie, dass alle Laufwerke durch die Initialisierung überschrieben werden. Klicken Sie auf Initialisieren, um fortzufahren. Dadurch werden die Einstellungen übernommen und die Systeminstallation abgeschlossen. Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint ein Fenster, das Ihnen zur erfolgreichen Installation gratuliert. Um den NAS Konfiguration Manager zu öffnen, klicken Sie auf diese Schaltfläche Go to NAS Management. Damit ist der Installationsprozess abgeschlossen. Sie haben nun eine virtuelle Maschine mit einer aktuellen Version von QTS. Nun müssen Sie nur noch ein Volumen erstellen, den Zugriff konfigurieren und schon haben Sie ein funktionierendes NAS. Auf die gleiche Weise können Sie ein NAS mit dem CNAME-Betriebssystem von einem normalen PC aus einrichten. Das Einzige, was Sie benötigen, ist eine geeignete Netzwerkkarte, da die Firmware nur für einzige wenige Modelle einen Satz von Netzwerktreibern enthält. Sie benötigen eine Netzwerkkarte wie die Intel E1000E, andernfalls wird das Gerät im Netzwerk nicht erkannt. Für die Installation auf einen PC müssen Sie eine Image-Datei herunterladen und das Image aus dem Archiv auf einem USB-Stick schreiben. Dies kann zum Beispiel mit Windows 32 Disk Imager geschehen. Warten Sie dann vor dem USB-Stick und folgen Sie den obigen Anweisungen. Um ein RAID auf diesem Gerätetyp zu erstellen, öffnen Sie die Systemsteuerung Speicher Snapshots. Klicken Sie auf das Symbol Neues Volumen. Weisen Sie die Laufwerke zu, aus denen das Array bestehen soll. Wählen Sie den RAID-Typ und klicken Sie auf Weiter und Erstellen. Das System warnt Sie, dass alle Daten auf den ausgewählten Festplatten überschrieben werden. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK. Damit beginnt der Prozess der Erstellung des Arrays, der Neuchronisierung und der Formatierung der Laufwerke. Der Pool wurde erstellt. Sie werden nun aufgefordert, ein neues Volumen zu erstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Neues Volumen. Wählen Sie eines der drei verfügbaren Volumes aus. Und klicken Sie auf OK. Sie können nun einen Netzwerkordner erstellen und Daten aus dem NAS hochladen. Die Papierkorb-Funktion ist standardmäßig für jeden der Netzwerkordner aktiviert. Thank you.
Wenn Sie verständlich wichtige Dateien gelöscht haben, öffnen Sie den Papierkorb-Ordner der File-Station und stellen Sie sie wieder her. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei oder den Ordner und klicken Sie auf Wiederherstellen. Für den Fall, dass die Papierkorbfunktion nicht aktiviert ist oder Sie die Papierkorbfunktion umgangen haben, können Sie ein Wiederherstellungstool verwenden, um gelöschte Dateien wiederzustellen. Daten können aus verschiedenen Gründen verloren gehen, zum Beispiel aufgrund von Fehlern bei der Dateiverarbeitung, Hardware-Fehlfunktionen, einschließlich Festplatten und RAID-Controller. Wenn Ihr NAS ausfällt, wird Ihr RAID zerstört und um Ihre Daten wiederherzustellen, benötigen Sie ein Programm, das es wiederherstellt und Ihnen ermöglicht, Ihre wichtigen Dateien abzurufen. Hetman RAID Recovery unterstützt die meisten Dateisysteme und alle gängigen RAID-Typen. Wenn Sie physische Laufwerke verwendet haben, schließen Sie diese direkt an einen Windows-PC an. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie sie an die Hauptplatine Ihres Windows-PCs an. Wenn es sich um virtuelle Laufwerke handelt, laden Sie die Image in das Programm, öffnen Sie dazu das Menü Dienste, Datenträger einbinden, wählen Sie den Typ der virtuellen Maschine aus, der Liste weiter. Geben Sie den Pfad zu den Dateien der virtuellen Festplatte an. Okay und weiter. Danach werden Sie im Programmfenster angezeigt. Die Software erstellt daraus automatisch ein RAID, das Sie scannen und die benötigten Dateien abrufen können. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk Öffnen. Wählen Sie Suchart, Schnellsuche oder vollständige Analyse. Bei der vollständigen Analyse müssen Sie das Dateisystem der Festplatte angeben. Wenn Sie fertig sind, öffnen Sie den Ordner, in dem sich Ihre Dateien befanden. Und der Inhalt aller Dateien wird im Vorschaufenster angezeigt. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie den Dateispeicherort, das Laufwerk oder der Ordner aus und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, werden alle Dateien in dem von Ihnen angegebenen Ordner abgelegt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erstellung einer virtuellen Maschine mit dem QTS, knapp NAS-Betriebssystem, ein kompliziertes Prozess zu sein scheint. Aber mit der richtigen Vorbereitung und Anleitung ist er nicht schwierig. Bei der Arbeit mit Daten läuft nicht immer alles reibungslos ab und es kann zu Datenverlusten kommen. Datenwiederherstellungssoftware, wie zum Beispiel Hetman RAID Recovery, kann ein unverzichtbares Tool zur Wiederherstellung wichtiger Informationen sein. Denken Sie auf jeden Fall daran, Ihre wichtigen Daten regelmäßig zu sichern und sie an einen sicheren Ort zu speichern. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.